der Star unseres Festivals hier am Geburtsort dieses großen Europäers und Giganten der Musikgeschichte ist, Sie ahnen es, Franz Liszt. Wir sind es gewohnt, im Geiste dieses Giganten immer mit Superlativen zu arbeiten. Und der heutige Abend war großes Kino und reiht sich mit der Sächsischen Bläserphilharmonie unter ihrem Chef Peter Sommerer in die Superlativreihe ein. Wenn es um das Erleben geht, dann ist dieser Konzertsaal prädestiniert dafür, mitten im Klang zu sitzen. Es gibt in diesem Saal nur beste Plätze. Und wenn es auch auf der Bühne nur beste Plätze gibt, nämlich ein so hervorragendes Orchester mit so hervorragenden Klängen, dann ist es einfach Erlebnis pur, in diesem Saal zu sitzen und Musik zu hören. Wir sind sehr froh, dass die Sächsische Bläserphilharmonie hier zu Gast war und wieder sein wird und freuen uns schon sehr auf das nächste Mal. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier an diesem besonderen Ort spielen durften und wieder spielen dürfen. Es ist wirklich ein ganz besonderer Platz, hier die Gegend zu erleben, hier das Liszt'sche Feeling, möchte ich jetzt einmal sagen, dieses Changieren der Harmonien, das sich auch in der Gegend, in der Landschaft widerspiegelt, das hier auf der Bühne erleben zu dürfen, zusammen mit dem Orchester, zusammen mit dem Superstar Franz Liszt.